ob das so eine gute Idee ist, hier genau an dieser Stelle mit feinem Setup zu angeln. Ich weiß es noch nicht genau. Also, ich bin hier am Yama, weil hier ordentlich gute Brocken schon gefangen worden sind, Trophäen gefangen worden sind, auf feinem Setup natürlich. Und wie man hier vielleicht schon sieht, überall Strömung, überall ins Offene. Das heißt, wir haben, wenn der falsche Fisch reingeht, hier an der Stelle wahrscheinlich keine Chance, den zu halten. Maximales Risiko hier an diesem Spot. Jetzt gucken wir gerade mal eben, was hier jetzt als erstes reingegangen ist. Wahrscheinlich, genau, der Klassiker Keta geht halt immer. Ja, an der Stelle hier hatte Darkmind Assessor gestern seine Dolly Trophy gefangen. Dankeschön auch für den Tipp und auch hier mit diesem Köder, den ich jetzt gerade verwende. Und ja, von der Position her, wie gesagt, äußerst kritisch. Wir stehen hier quasi am äußersten Schniepi unten. Ganz, ganz, ganz riskanter Scheiß. Denn wir haben Strömung von hier, Strömung von Dora. Und ja, es ist halt, wie gesagt, super tricky. Dann haben wir ja hier auch noch diesen Bereich, wo gerne mal so gesagt wird, dass die Königslachse eben auch reinballern. Ich werde mich gleich mal so ein bisschen mehr in diese Richtung, glaube ich, hinorientieren. Ich glaube, ich werfe dann so schräg da mal rüber. Ich habe jetzt hier mal ein paar Würfe gemacht und dann geht es jetzt gleich hier rüber. Geschwindigkeit muss ich auch noch testen. Das heißt, ich bin jetzt hier auch gerade erst hin. Zwei, drei Würfe erst gemacht. Und jetzt erstmal gucken, was denn hier so geht. Also wieder maximal raus. Einkurbeln. Und jetzt gucken wir schon mal vom Tempo. Ich mache mal vielleicht so ein bisschen langsamer. Der Spinner kommt schön ins Trudeln rein. Das ist gut. So. Und dann mal locker durchziehen. Der normale Streamer. Es wäre noch eine Möglichkeit. Ich überlege gerade. Es wäre noch eine Möglichkeit, die selbstgebastelten zu nehmen. Die haben auch so dieses kupferfarbene. Na, bisher noch nichts. Na. Oder ich mache gleich nochmal so ein bisschen intervallmäßig. Wobei ich ja gestehen muss, ich bin mega Fan davon, am Yama einfach nur mit einem Spinner einfach durchzuziehen. Ist halt wirklich gut, ey. So, relativ simpel aufgebaut hier das Setup. Einserhaken. Könnte auch ein bisschen größer, ich kann mir auch einen 1-0er gut vorstellen. Und dann gib ihm. Oder dann, wie gesagt, eben auch hier die selbstgemachten. Wie haben wir sie denn? Die selbstgemachten Spinner. Hier haben wir doch die Kandidaten. Vielleicht dieses Teil. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da ist sogar ein 2-0er Haken drauf. Testen wir den einfach mal. So, schön raus damit. Und dann sind wir farblich zumindest auch und formmäßig in dem gleichen Bereich. Oder natürlich auch die 12 Gramm Spiker. Auch ganz klassisch. Auch da gibt es eine ähnliche, so ein Kupferfarbton. Die Frage ist natürlich jetzt, wo hat er hingeschmissen? Ob das hier so schräg rüber war oder straight in die Strömung da oben. Das ist natürlich tricky. Das ist tricky. Und ich muss gestehen, ich habe echt ein bisschen Bammel davor, dass das hier, dass mir hier einfach ein König reinrasselt. Gerade auf die Spike hatte ich mehrfach schon Könige. Die 12 Gramm Type 12, die verwende ich ja auch immer ganz gerne. Da ballern die aber auch gerne mal rein. Oder ich muss weiter auswerfen. Zack. Na, vielleicht doch da vorne. Da war gerade schon auch der Keta. Ich gehe mal vielleicht hier weiter rüber. Aber wenn jetzt hier, die haben wir die erste Dolly. Das ist doch schon mal gut. Dann mal weiter in die Richtung. Bisschen abziehen, treiben lassen noch ein bisschen. Und wieder durchziehen. Ja, tricky, ey. Tricky. Ja, aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz gefährlich an der Stelle. Selbst einen, keine Ahnung, 20 Kilo zu müde gewordener Keta
Den kriegt man dann wahrscheinlich allein gegen die Strömung auch schon nicht raus. Das macht das Ganze echt ein bisschen gefährlich hier. Ja, vom Setup gucken wir gleich nochmal eben rein. Das Setup ist relativ simpel halt aufgebaut. Aber nee, noch nicht ideal. Vielleicht muss ich noch feiner rein, aber unter 15 Kilo würde ich so ungern. Unter 15 Kilo lieber nicht. Aber was jetzt hier reingeht, ist alles ein bisschen zu lütt. Es sind zwar Dollys, aber nur die kleinen. Die Dolly, das wäre der Oberhammer, ey. Ne, schön, also ein Spot, wo die ein bisschen besser laufen. Bam. Na, guck mal. Und dann sind es die Ketas. Okay, ich gehe nochmal auf den Streamer zurück. So, da ist er. Dragonfly Streamer 4008. So, und nochmal raus damit. Er fliegt auf jeden Fall deutlich weiter. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir kommen schön weit mit raus. Ich ziehe nochmal langsamer durch. Das hat ja zuletzt auch immer wieder ganz gut funktioniert. Eine ganze Zeit. Also ich teste entweder Maximalgeschwindigkeit so auf 50 oder dann auch gerne mal einfach ein bisschen runtergestellt. Dann wie gesagt hier so auf die Hälfte. Irgendwas so zwischen 20, 25. Und dann gerade, wie gesagt, bei den Spinnern, dass sie dann eben so richtig ins Tudeln kommen, dass die Actionbar da unten, Action macht sozusagen. Dann bin ich auch immer ganz zufrieden. Wieder eine Dolly, jetzt werfe ich mal gerade durch. Volles Matt durch, man kommt richtig weit raus. Und ich ziehe mal deutlich schneller durch. Aber hier kommen wir doch auch in einen ganz guten Bereich. Und wir haben schon Biss. Okay. Mehr Dollys gerne. Mehr Dollys. Bam. Alter, und ich hab noch gedacht, testen wir doch mal ganz langsam. Und jetzt passiert es. Alter, ganz langsam auf 17er Tempo. Ei, 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 ei. Und jetzt kann es schon wirklich tricky werden. Ich bin gespannt, was es ist. Ich hoffe nicht, dass es ein König ist. Allein ein König mit 10 Kilo wäre schon unangenehm. Ei, 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 ei. Und da ballert es rein. Das war, glaube ich, abzusehen, oder? Und da geht es wieder ab. So, gucken wir mal, inwieweit wir den so ein bisschen gebremst bekommen. Volles Mett rein. So. Und jetzt wird es halt richtig tricky. Schaffen wir es, den Fisch gegen die Strömung durch die Strömung quasi hier wieder ranzupullen. Wenn er jetzt natürlich mit der Strömung auch noch abhaut, ich glaube, man hört es ganz gut, die Bremse eskaliert komplett. Also, das wird echt ein bisschen tricky. Ei, 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 ei. Und schöne Kopfschläge auch dabei. Ja, das wird natürlich jetzt ein Drill. Gucken wir mal, ob da was geht. Aber das wird schon noch. Ich versuche den mal so ein bisschen hier rüber, also auf die linke Seite. Vielleicht bleibt er dann ja da so ein bisschen mehr. Na, wo ist die Schnur? Da ist die Schnur. Bleibt er ja so ein bisschen mehr da vorne an dieser Sandbank dann hängen. Und geht da nicht noch weiter rum. Oh, 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 oh. Bremse hart am Limit. Ja. Also ich vermute natürlich wieder einen König. Oder ein großer, ich meine auf 15 Kilo, nee, 7 Kilo Fische oder sowas. Die hauen nicht so rein, ne? Die hauen wahrscheinlich nicht so rein. So, jetzt mal schön hochziehen. Dass der Fisch wenig dagegen aussetzen kann. Ei, ei, ei. Das wird wahrscheinlich ein König sein. Also, ich drill noch mal ein bisschen. Ja, wir sind mittlerweile bei Viertel nach angekommen. Heißt Viertel nach Schnur. Und der Fisch macht in keinster Weise Anzeichen, dass er irgendwie müde wird oder dass er irgendwie
langsam keine Lust mehr hat. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich die Bremse anhört, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass das so, also nach so übertrieben wird. Alter Falter. Das wird nochmal ein ganz knappes Ding. Zur Not müssen wir ihn gehen lassen. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja, krass. Ganz, ganz, ganz krass. Aber ich werde auf jeden Fall gleich nochmal weiter testen, was denn hier an dem Spot noch weiter so geht. Knappes Ding. Heftig, heftig, heftig. Ja, aber das ist das halt. Ne? Das ist einfach das größte Risiko, was man eben hat, wenn man mit einem feinen Setup hier unterwegs ist. Und ich würde auch sagen, selbst mit 19 Kilo würde man hier, er ist immer noch dran, Alter, würde man hier nicht wirklich weiterkommen. Ich schätze den einfach mal auf, ja, auf jeden Fall über 15 Kilo. Ich würde sogar sagen, über 20 Kilo. Weil so leicht, wie der damit umgeht, keine Chance. Ey. So, jetzt haben wir natürlich das Malheur. Ich bin wieder am Spot, also wieder zurück hier an der Stelle nach dem Monster-Drill. Und jetzt teste ich, allerdings mit einem etwas anderen Köder. Ich baller jetzt mal den Spiker drauf, 4004. Und ja, apropos 4, wir haben 4.30 Uhr mittlerweile, früh am Morgen. Und das, bam, ist die genau gute Zeit, um hier wieder anzufangen am Yama. Für mich halt immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich zum Yama will, sehe ich zu, dass das Wetter am nächsten Tag richtig gut ist. Das heißt, ich reise in der Regel nachts an, suche mir dann schon einen Spot aus, renne dann dahin und bin dann pünktlich, ja, jetzt um diese Uhrzeit, 3, 4 Uhr, spätestens 5 Uhr dann an dem Spot. Und dann kann man eben schön Gas geben. Es muss sich ja auch lohnen. Ja, und wenn man dann sich erstmal durch ein Paket das durchquälen muss, bis man dann die richtigen Brocken gefunden hat, dann dauert das ja auch immer noch ein bisschen. Und zack, da kann man eben viel Zeit vertrödeln. Und ja, nachts ist es halt nicht ganz so effektiv, ne? Deswegen am besten die Brocken direkt morgens ab 4, 5 Uhr morgens dann rausziehen. Bis irgendwie 23 Uhr. Mächtiges Unwetter hier gerade. Mächtiges Unwetter. Viele Ketas bisher. Also bisher noch nicht so der ultimative Spot, beziehungsweise ultimative Köder. Von den Fängen her, von den Bissen her, lübt es. Ist es gar nicht so schlecht. Es ist aber natürlich auch, muss man sagen, das große Risiko, was die ganze Zeit mitschwingt, dass da eben so ein großer Brocken reingeht. Und dann stehst du hier mit runtergelassener Hose und leergespulter Rolle. Und dann war's das, ne? Also, gerne große Brocken. Aber ich denke mal, mit einem 15 Kilo Setup sollte man, ob es jetzt einen 7 Kilo Fisch ist, einen 8 Kilo Fisch, gut rauskriegen. Und dann hat man da, ist man da ja schon, vielleicht sogar bis 10 Kilo, würde ich sagen, kriegt man mit so viel Schnur, was habe ich jetzt drauf, über 300 Meter Schnur. Also mit so einem, in der Gewichtsklasse, sagen wir mal bis 10 Kilo, sollte man alles rauskriegen. Und wenn man merkt, man kriegt es nicht raus, dann ist es definitiv über diesem Gewicht und definitiv dann auch keine Trophy mehr, sondern höchstwahrscheinlich wieder einen König. Ja, und dann muss man da leider durch. Da muss man einfach nochmal hierher laufen. Also, zack, eben auf Alt F4. Leider war noch nicht so häufig, dass ich das gemacht habe. Anfangs, auch die ersten Jahre im Game, habe ich es dann einfach immer geschehen lassen. Und ja, mittlerweile ist mir das aber einfach auch einfach zu teuer von den ganzen Ködern und so, was man sich da so zerballert. Und ja, von daher, die Option ist ja da, zack, Game aus, wieder hier hinrennen und dann weitermachen. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen weiter durch, ich teste gleich auch nochmal andere Farben, denn das
ist mir alles noch nicht gut genug. Ich werde jetzt doch noch mal eben ein bisschen durchziehen, den Köder, den Dark Mind Azazel da verwendet hat. Auch auf die Gefahr hin, dass da noch mal ein König reinrasselt. Gehen wir noch mal auf den Streamer. Dragonfly Streamer. Richtig schön großes Ding. Fliegt weit raus. Und bewegt sich. Zack. Also, er triggert schon. Er triggert schon und auch recht schnell. Es ist gefährlich, ey. Es ist echt gefährlich. Also nochmal einen König würde jetzt quasi die Angelsession hier komplett versauen. Und es ist tatsächlich auch direkt wieder die Dolly, ne? Ich werd ja weich, ey. Gesucht die Dolly und noch nicht gefunden. Ich muss noch ein bisschen testen. Ja, also, das sieht doch gut aus. Jetzt schon mehrfach jetzt getestet, mehrfach jetzt ausgeworfen. Also der 12 Grammer hier ballert wieder gut rein. Leider bisher immer noch keine Dolly, sondern einfach nur Ketas. Also schwierig für mich der Spot, kann ich nicht anders sagen. Kein gutes Ergebnis für mich. Auch wenn hier zwei Trophies innerhalb von 5 Minuten oder so gefangen worden sind, direkt nacheinander. Ganz, ganz, ganz wild. Aber zumindest auch bei den Witterungsverhältnissen hier, bei dem Wetter. Und ja, gut, vorher war es relativ warm. Jetzt ist hier recht kühl. Und natürlich Gewitter. Gucken wir mal, ob sich da noch ein bisschen was tut. Also, letzten Endes, Yama lohnt eigentlich ja immer. Ging eigentlich ganz gut. Wie gesagt, hier diese Serie, eine meiner liebsten. Die 12 Grammer, mega, mega geil. Kommen richtig schön weit raus. Und liefern am Yama auch immer wieder gut. Bis hin zum König, leider auch. Also, da geht eigentlich alles immer drauf rein. Ja, aber im Moment leider nicht so ideal. Leider nicht so ideal hier. Muss ich wohl ein anderes Mal nochmal testen. Ich werde nichtsdestotrotz hier weiter rumprobieren. Der Tag ist ja noch früh. Weiter rausziehen. Zack. Also, es ballern die Dinger rein. Aber eben im Moment hauptsächlich Ketas. Wahrscheinlich teste ich gleich auch nochmal einfach hier oben. Auf I4, einfach hier in dem Bereich, auch immer wieder sensationell. So ist das halt immer, ne? Geradeaus gemacht und da denkst du dir, komm, der eine Wurf, der geht noch. Und was geht rein? Da geht der nächste Brocken rein. Ei, 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 ei. Das ist aber nicht ganz so riesig. Deswegen habe ich dann vielleicht doch nochmal kurz angemacht. Aber auch schwer zu sagen. Es kann sein, dass es gleich nochmal richtig abgeht hier, dass es doch wieder der König ist. Aber der Regen ist auch so laut, ey. Heftigste Kopfschläge. Vom Gefühl her zieht er nicht ganz so super schnell ab wie vorher. Heftige Kopfschläge. Vielleicht ist es doch was anderes. Ich drill ihn erstmal so ein bisschen müde. Okay, auch das macht absolut keinen Sinn. Man sieht nach wie vor übelste Kopfschläge. Absolute Power auch immer noch. Zack, ist er wieder in Action. Also, macht absolut auch hier keinen Sinn an dem Spot. Dieser Spot, glaube ich, nur richtig sinnvoll, wenn man Bock hat auf König und dann mit einem übelst dicken, fetten Setup 30, 40 Kilo und dann mal probieren, ob man hier auf König geht. Alles andere einfach zu tricky. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, teste doch auch mal, ob hier was für dich funktioniert. Vielleicht habe ich ja jetzt so langsam hier die Köder langsam raus, die funktionieren. Wie gesagt, bei mir leider keine Trophy Dolly. Das hätte mich ja schon gefreut. Und was mich auch freut ist, Kanal abonnieren, Daumen da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.
Thank you.